gleichzeitig diese Technik. Ich habe so oft Technik gesagt, Kat. Shit. Okay Leute, wir sind fertig mit dem Video und ich hoffe, ihr konntet gut was dabei lernen von der Technik. Warum lachst du? Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und danke, dass ihr da eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder ein neues Video für euch und zwar ist hier die Sabrina mit dabei. Und an ihren Hand zeige ich euch, wie ihr gleichzeitig Ansätze fährt und dann noch eine Balayage-Technik mit draufsetzt. Lasst euch überraschen und viel Spaß beim Anschauen. Okay Leute, heute färben wir mal hier draußen Haare, weil das Wetter mega geil ist. Und hier zeige ich euch nochmal kurz Sabrina ihre Ansätze. Es ist 2 cm ungefähr rausgewachsen und den färben wir jetzt schön nach, sehr dunkel. Und da ziehe ich dann Balayage drin rein, um das dunkle Mittelstück einfach ein bisschen aufzuhellen und die Spitzen nochmal blonder zu bekommen. Machen wir die klassische Balayage-Painting-Technik und die zeige ich euch einfach nochmal Schritt für Schritt. Okay Leute, also jetzt erkläre ich euch hier mal kurz eine Strähne. Dazwischen lege ich immer Watte bei der Painting-Technik, beziehungsweise Alufolie oder Watte eben, um die Haare abzuteilen voneinander. Und hier gehe ich mit der Pinselspitze rein, fange in der Mitte an, arbeite mich Schritt für Schritt nach oben, schön aus dem Handgelenk raus, das ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite dasselbe, in einer V-Form arbeiten wir hier, damit wir da wirklich einfach einen sanften Übergang reinbekommen. Zack, 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 immer schön aus dem Handgelenk. Achtet auch am besten immer darauf, die Haare hier vom Winkel nicht zu niedrig zu halten, sondern so 45 bis 90 Grad einfach ein bisschen anheben, damit ihr im Übergang nicht irgendwelche unangenehmen Flecken mit reinbekommt. So. Und dann einfach nochmal ein bisschen mit den Fingern verblenden. In der Mitte könnt ihr nochmal ein bisschen mit reingehen, um das dunkle Mittelstück einfach noch etwas heller zu ziehen. Und so ist die Strähne schon fertig. Ein Stückchen Watte noch drunter. Geschafft. Okay Leute, wir gönnen uns jetzt ein Eis beim YouTube-Videodreh. Richtig nice. Yo Leute, wir waren jetzt gerade Eis essen und alle haben gedacht, wir zwei sind verrückt. Mit Schürze und mit Farbe am Kopf. Richtig lustig. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt nochmal kurz die Technik zusammenfassen. Ich habe erstmal ihre Ansätze gefärbt in einem schönen mittelbraunen Ton. Oder gut, für die meisten schaut es dunkelbraun aus. Und dann eben im selben Step noch Balayage-Paintings mit reingesetzt. Dann wasche ich es aus und veredle es nochmal. Und dann könnt ihr das Ergebnis gleich sehen. Okay Leute, wir sind fertig und ich hoffe, ihr konntet gut was lernen hier bei diesem Technik-Tutorial. Gleich zeige ich euch nochmal kurz ein paar frische Bilder von Sabrina ihren Haaren. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Abonniert mich hier auf YouTube, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und folgt mir auch auf Instagram und Facebook und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis bald. Just as quick as you could fall. Oh no, 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 I can't fuck with that at all. Can't fuck with that at all. I work hard every motherfucking day.